Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Kingdom Come Deliverance. Wir sind wieder in Rathai mit Heinrich. Ich freue mich richtig auf die Folge. Wir starten gleich mal durch. Ich bin auf dem Weg oben, seht ihr es auf der kleinen Mini-Map-Karte, Richtung A. Bei diesem A können wir uns unsere Ausrüstung abholen, um eine Wache zu sein. Ich bin schon ganz gespannt, wie sie aussehen wird, die Ausrüstung, ob da irgendwas Gutes dabei ist oder eben nicht was Gutes. Keine Ahnung, aber ich finde, die Wachen sehen hier schon einigermaßen gut ausgerüstet aus. Deswegen hoffe ich mal auf das Beste. Ich sehe schon, ich tippe jetzt mal auf den Turm hier. Gehen wir mal vor, schön an den Hühnern vorbei und schauen mal nach, was uns da erwartet. So, einmal hoch. Es ist so dunkel, ich sehe nichts. Neuer Eintrag. Okay. Rüstkammer. Dies war der Ort, an dem die Ausrüstung einer Streitmacht oder Miliz aufbewahrt wurde. Schwerter, Speere, Hellebarden, Bögen, Pfeile, Armbrüste, Harnische, Helme und so weiter. Alles klar, ergibt Sinn. Da, ja, so tue ich mir eine Rüstkammer auch vorstellen. In Zeiten der Bedrohung war es die Pflicht jedes Bürgers, seine Stadt zu verteidigen. Zu diesem Zweck unterhielt man eine Rüstkammer mit ausreichend Waffen und Rüstungen. Selbst in Friedenszeiten mussten die Bewohner sich oft beim Wachdienst abwechseln. Alles klar, ich dachte, der Wachdienst wird nicht von Bewohnern gemacht, sondern von, ja, speziell ausgebildeten Wachen. Aber wie es aussieht, wenn die Stadt groß war und so weiter und so fort, die Bewohner waren auch am Start. Und wir sind jetzt in unserer Rüstkammer drin. Ich erinnere mich noch, einmal haben wir eine ein bisschen ausgeräumt und geklaut. Mal schauen, was das jetzt wird. Wahrscheinlich klauen wir hier nichts. Es ist so dunkel, macht mal hier das Licht an. Moment. Kann ich einmal eine Fackel rausholen, damit ich was sehen kann? Alles klar, so sieht's aus. Jetzt sehe ich was. Okay, Schloss knacken schwer. Schloss knacken. Hat dich irgendjemand hergeschickt? Noch schwerer. Ja, uns hat jemand hergeschickt. Wir können ja mal mit denen reden. Ich soll meine Ausrüstung hier abholen. Da gibt's nicht viel zu verbessern. Du bist bereits so gut ausstaffiert wie jeder Vasall. Aber dein Wunsch ist mir Befehl. Wenn ich mich recht entsinne, bekommst du Helm, Gambeson und Knüppel. Das ist alles? Willst du auch einen Kuss und eine Umarmung? Ich meine Ausrüstung. Für eine Stadtwache genügt's. Du sollst Ärger verhindern, nicht machen. Aufgabe abgeschlossen. Jawohl. Im unteren Raum der Rüstkammer ab. Und wir haben ein bisschen was bekommen. Bunthauben, Helm und so weiter und so fort. Ich check mal ab. Rüstung hier. Eine Bunthaube, eine gewöhnliche Beckenhaube und eine leicht gepolsterte Rüstung. Und die Plattenbogenkacheln, ich ziehe sie mal wieder an. Die sind jetzt ausgezogen gewesen wegen den Armschienen und die Armschienen brauchen wir zum Pfeil- und Bogenschießen. Aber jetzt so richtig, Moment, ich habe doch noch hier, die entweder Fackel oder Schild. Alles klar, ich entscheide mich für die Fackel. Auf jeden Fall, natürlich will ich noch mehr haben. Ich will noch ein Schwert haben, ich will so einen geilen Hut, wie du hast. Ich will, ja, Pfeile. Hier die Bepanzerung, alles schön metallic, ledrige, ein Pfeil und Bogen. Also die drei Sachen, die wir gekriegt haben, sind jetzt nicht so außergewöhnlich. Ich glaube, zwei davon hatten wir schon selbst. Aber gut, danke, liebe Wache. Ja, ich habe mehr erwartet. Okay, auf jeden Fall, jetzt sind wir leicht, ja, leicht überladen, was natürlich nicht so geil ist. Ich habe mir das jetzt so vorgestellt, ich gehe jetzt erstmal ganz gemütlich zurück zu unserem Checkpoint, zu unserer Truhe und lad einfach mal die Sachen ab, die zu viel sind. Das ist, glaube ich, schon mal ein erster guter Schritt. Außerdem haben wir kein volles Leben, ein bisschen schlafen hilft wahrscheinlich. Auf jeden Fall gehen wir zu unserer Truhe und laden die Teile ab. Ich habe gedacht, dass dort, wo wir diese Rüstung erhalten, Rüstung in Anführungsstrichen, zwei, drei Sachen nur, aber egal, wo wir diese Rüstung erhalten, dass dort eine Truhe ist, die wir nutzen können, ist aber keine. Naja, Pech gehabt, ist eben so. Auf jeden Fall gehen wir zurück zu dem Müller, legen unsere Sachen ab. Ich würde sagen, wir schlafen noch eine Runde. Dann sind wir auch nicht mehr überladen, bauen uns richtig auf. Und am nächsten Morgen ist auch ein Turnier, was abgeht. Hier hört ihr auch das Pfeifen?
Okay. Da ist auch ein Turnier, das abläuft. Da würden wir gerne teilnehmen. Ich weiß nicht, ob wir ein Schwert kriegen oder mit einer Axt hingehen. Ich würde einfach mal hingehen mit egal was. Ich denke, wir bekommen schon irgendein Schwert zugesteckt. Also ich würde in unserer Montur hingehen mit Schild und allem, aber ja. Genau, und so sieht's aus. Dunkel ist es. Ich würde sagen, jetzt hauen wir uns gleich mal aufs Ohr. Vielleicht essen wir auch noch was aus irgendeinem Topf. Da sind noch ein paar Flüchtlinge, die stehen da rum. Natürlich alle aus Scarlet, so wie wir quasi auch. Aber hier entlang laufen im Dunkeln hätte ich jetzt irgendwie keinen Bock. Ich esse mal aus dem Topf. Lecker, lecker, lecker. Ja, auch irgendwie ganz witzig, dass man aus wildfremden Töpfen essen kann. Eigentlich die perfekte Möglichkeit, um jemanden zu vergiften oder sowas. Ich meine, wenn man sich einfach so bedienen kann, wie wir es ja schon wirklich sehr oft machen. Ich glaube, ich esse nur so. Also ich kann mich noch nicht erinnern, dass ich irgendwo hingegangen bin, um zu essen. So, dann gehen wir mal schlafen. Hier, Moment, da war doch gerade was. Speichern und... Hier, schlafen und speichern. Gerne. Dann kriegen wir vielleicht auch ein bisschen mehr... Ja, Power rein. Ein bisschen mehr Leben. Das ist ja auch nicht ganz voll. Gegessen haben wir. Hat sehr lecker geschmeckt. Und gehen wir einmal nach vorne auf 6 Uhr morgens. 8 Stunden, perfekt. Dann schlafen wir. Ja, einmal eine gute, perfekte Zeit. So heißt es immer, dass 8 Stunden reichen und gut sind, aber ich glaube, da sind die Leute auch verschieden. Aber im Schnitt sind, glaube ich, 8 Stunden Schlaf, ja, ausreichend. Und dann gehen wir runter, entledigen uns unserer Überladung, dann gehen wir zur, wie heißt es, zum Turnier. Genau, da bin ich auch ganz gespannt. Wir wollen ja teilnehmen. Heute findet in Rathai ein Turnier statt. Such am Morgen den Herold auf, wenn du teilnehmen möchtest. Ja, wir haben auch schon ein bisschen, also ausrüstungsmäßig, sieht auch irgendwie cool aus, wie wir aufstehen. Ausrüstungsmäßig sind wir auch schon ein bisschen gut dabei. Ich hole mal das Schild wieder raus. Sehr schön. Und sprinten, spurten kann ich immer noch nicht. Springen kann ich auch nicht. Ist aber nicht so wichtig. Laufen wir jetzt einmal ganz gemütlich hin. Genießen den Ausblick des Waldes, die Hütte, das schöne Grün und gehen raus aus Rathai, runter zum Müller, um unser Zeug abzulegen. Unser Leben ist jetzt ein bisschen mehr, also es ist ein bisschen aufgeladen, damit haben wir wahrscheinlich bessere Chancen beim Turnier und ich bin gespannt, ich weiß nicht, ob das irgendeine Konsequenz hat. Wenn ich da nur mit der Axt hingehe, vielleicht nehme ich doch ein Schwert mit. Ich weiß es noch nicht. Aber ich kann mich erinnern, in der letzten Folge hat dieser verrückte Hans, der wollte gegen uns kämpfen. Und was war? Wir haben ein Schwert bekommen. Obwohl wir mit einer Axt rumrennen, haben wir ein Schwert bekommen, um gegen ihn zu kämpfen. Ich glaube, dort ist das ähnlich. Ja, komm, ich gönne uns noch ein paar Brennnesseln. Wir sind eh schon überladen. Und wenn ich die auf dem Weg sehe, 2-3 Mal bücken tut nicht weh. Aber schlussendlich... Ich habe mal offscreen ganz viel gepflückt. Hätte ich jetzt keine 800 Groschen oder wie viel das ist, wenn ich nicht so fleißig, natürlich offscreen ist ja langweilig da primär zuzuschauen, wenn ich nicht so viel gesammelt hätte. Und ja, schlussendlich kann man auch alchemiemäßig mit den Pflanzen richtig abgehen. Bin ich auch gespannt drauf. Ich meine, ich habe es ja noch nicht durchgespielt, das Spiel, deswegen ja, werde ich sehen, was kommt. Oh, wir werden langsamer. Ich sammle jetzt keine weiteren Blumen mehr auf. Vielleicht die noch. Ein bisschen Salbei und dann... Ja, gehen wir weiter. Dann sind wir auch gleich da. Da sind, glaube ich, die Leute, die Leder verkaufen mit dem Hund. Da haben wir schon ein bisschen mal was abgecheckt. Und dann haben wir es auch gleich geschafft. Ich sehe so ein kleines Ausrufezeichen. Moment. Ich bin da... Ich muss mir das anschauen. Auf der Karte hier... Aktivitätengeber. Was ist denn ein Aktivitätengeber? Und das ist auch bei unserem Bett, bei unserer Truhe. Ich bin, okay. Gehen wir noch zum Aktivitätengeber und schauen, was es damit auf sich hat. Ja, ich würde mal sagen, Heinrich, gib mal ein bisschen mehr Gas, aber mehr Gas ist da leider nicht drin. Ist auch nachvollziehbar, wenn man überladen ist. Alles klar. Früh am Morgen, ich höre Glockenschläge läuten. Und wir sind auch da, also einmal rein. Erstmal zur Truhe, das Zeug ablegen, was man nicht braucht. Komm, mach mal auf.
Mach nochmal auf. Und wer schläft denn da? Der Müller. Ja, dann schlaf mal noch ein bisschen. So, Truhe öffnen. Ich dachte, um die Uhrzeit sind sie schon wach. Ah, unsere Truhe. Schön randvoll mit ganz viel Zeug. Sehr geil. Mit Thalenberger Wappenschilde. Schilde mit Leipa-Adelswappen. Naja, egal. Inventar. Dann, Moment. Ich mach's mal der Reihe nach. Das behalten wir. Wobei, die Knüppel können wir ablegen. Brauche ich nicht. Obwohl, ein... Ja doch, vielleicht brauchen wir doch einen Knüppel. Vielleicht ist eine Axt ein bisschen zu hart für eine Wache, obwohl die Wachen da auch Schwerter haben. Irgendwie komisch, ich leg die Armschienen noch weg. Die leichte gepolsterte Rüstung. So, Baldrian, alles, Brennnesseln, alles. Das Geld behalten wir, Johanniskraut, alles, Kamille, alles, Löwenzahn. Mondblume, Ringelblume, Salbei. Komm, Salbei, vielleicht doch die Hälfte des Geldes. Ich mach mal so Freischnauze sowas. Ist vielleicht doch besser, ein bisschen was zu Hause zu lagern, würde ich mal sagen. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus, jedenfalls nicht in dem Spiel. Und ich nehme, glaube ich, noch ein, zwei Knüppel. Ich glaube, wenn wir dann die Quest machen mit der Wache, dann ist es cooler, einen Knüppel zu haben. Oder drei, vier Knüppel, gehen die irgendwann kaputt? Locker, also... Bestimmt, ich habe jetzt mal vier Stück. Kein Plan. Ich glaube, das wird reichen, wenn nicht, dann Axt. So, ich habe das Gefühl... Na, Bursche, Lust auf eine kleine Wette fürs Rataia-Turnier? Ja, das ist auch das allererste, was ich sage, wenn ich aufstehe. Yo, Bock auf eine Wette. Also, der ist ja... Wo war denn das? Guten Morgen. Und wo gehst du denn hin? Bock auf eine Wette? Ach, der geht sich jetzt, glaube ich, umziehen. Geh mir mal hinterher. Ach, der hat sich schon umgezogen. Moment, wir brauchen gar nicht hinterhergehen. Und jetzt... Der hat mich jetzt aber gewundert, der Müller. Der geht ja ab hier. Das Erste, was der sagt, ist Wette, wenn der aufsteht. Ist auch ganz witzig. Nein, bleib stehen. Die machen alle die Tür immer hinter sich zu. Ohne zu wissen, dass wir noch da sind. So, bleib mal stehen jetzt. Moment, ja, hier ist so dunkel. Ja, lass trotzdem hier reden. Komm. Gott schütze dich. Dankeschön. So, was haben wir denn hier? Kann ich was fragen? Übung Diebstahl. Turnierwette eingehen. Ja, da bin ich mal ganz gespannt. Ich hätte Interesse, fürs Turnier zu wetten. Aber sicher, da. Auf was kann ich setzen? Halten wir es einfach. Du kannst darauf setzen, dass du das Turnier gewinnst. Sofern du denkst, dass du das schaffst. Nicht jeder hat das Zeug dazu. Falls du verlierst, ist dein Einsatz weg. Aber falls du gewinnst, bekommst du das Doppelte zurück. Zusätzlich zum Preisgeld von Herrn Hanusch. Eine redliche Sache, oder? Was meinst du? Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir gewinnen, aber mit dem kleinsten Wetteinsatz können wir das machen. Wieso nicht? Na schön, warum eigentlich nicht? Ich versuche mein Glück. Freut mich, das zu hören. Ja, er wettet gegen uns. Boah, 10 finde ich schon sehr viel. Wir können sogar bis 100 können wir hochgehen. Ich bleibe aber bei 10. Angebot unterbreiten, nicht übertreiben. Eine schöne Wette. Hals und Beinbruch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aufgabe begonnen, nimm am Turnier teil, okay? Möge Gott mit dir sein. Hals und Beinbruch im wahrsten Sinne des Wortes. Das Wetten ist des Müllers Lust. Quest begonnen. Also ich muss echt sagen, gut, dass wir jetzt wieder rennen können. Ich muss echt sagen, er wünscht uns Hals- und Beinbruch, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, dass wir uns unseren Hals oder unser Bein brechen, dass er eben die 10 Groschen behalten kann. Ja, kann ich mir schon ein bisschen vorstellen, dass er eben das Geld behalten kann. Gleichzeitig können wir 10 Groschen verdoppeln. Das wäre natürlich nicht schlecht. Also, ich würde es auf jeden Fall feiern, wenn wir das könnten. Aber ich glaube, naja, irgendwie... Warte mal. Heute findet Fratter ein Turnier statt. Such am Morgen, wenn du teilnehmen möchtest. Aufgabe abgeschlossen. Gewinn das Turnier, wenn du kannst. Ich habe mit dem noch gar nicht geredet. Irgendwie bekomme ich gerade... Naja, egal, was soll's. Rennen wir mal hin und schauen uns das an. Was ich sagen wollte... Was wollte ich sagen? Auf jeden Fall ein bisschen verrückt. Ich check das nicht ganz ab. Aber, naja, ich hoffe, dass wir das Turnier gewinnen. Ansonsten sind die 10... Groschen weg. Ich check mal kurz ab. Moment. Ja, dann sind sie weg. Naja, was soll's. Dann sind sie eben weg. 10 war die Minimalwette. Damit kann ich leben.
Ich hätte jetzt deutlich mehr Druck, wenn ich auf 400 gewettet hätte oder sowas. Also das wäre schon ein bisschen verrückter. Ich meine, ja, wäre auch ein bisschen verrückter. Also das B, da oben, hier in die Richtung, ist die Wache. Das machen wir jetzt nicht. Wir gehen zum Turnier, danach machen wir die Wache und danach schauen wir, was sonst noch so geht. Wir müssen noch einen Ring klauen im Badehaus. Ich habe mich so ein bisschen eingelesen, was noch offen ist. Und ich muss jetzt, glaube ich, zu diesem grünen A, also hier in die Richtung, da ist so ein Platz. Und auf diesem Platz findet, wie es ausschaut, auch das Turnier statt. Also checken wir gleich mal ab. Aber ich finde, jede Wache ist besser ausgerüstet als die Ausrüstung, die wir bekommen haben. Die Frage ist, hätten wir auch noch ein Schild bekommen oder sowas, wenn wir da ohnehin gegangen wären? Wenn ja, ärgere ich mich, aber ich hoffe mal einfach nein, dass wir nur so eine, in Anführungsstrichen, billig Standardausrüstung bekommen hätten. Und da vorne findet das Turnier auch gleich statt. Moment, ich schau mal kurz auf der Karte, da ist nochmal ein Ausrufezeichen. Neue DLC-Quest, nee, neuer Aktivitätengeber, das ist wahrscheinlich dieser Herold da, mit dem wir sprechen müssen. Da bin ich auch ganz gespannt, wirklich. Und ich sehe schon erste kleine Flaggen, so turniermäßig. Da geht auch einer hin. Lass mal kurz quatschen. Beste Grüße. Ja, beste Grüße zurück. Was können wir reden wegen Rattai? Wir können gar nichts Neues sagen, also nichts, was uns was bringt. Also reden wir auch nicht. Ciao, ciao. Gott behüte dich. Und da vorne, ich sehe schon, geht's glaube ich gleich los. Und an diesem Punkt würde ich mich recht herzlich fürs Zuschauen bedanken. Ja, das Wetten ist des Müllers Lust. Der Typ steigt aus dem Bett auf, noch im Schlafanzug, und will direkt mit uns wetten. Ich weiß auch nicht, was mit dem los ist. Aber gut. In der nächsten Folge sehen wir das Rattaya-Turnier. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich werde nicht versagen, aber ich habe großen Respekt davor. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge von Kingdom Come Deliverance. Und ciao.